fahren jetzt in die Klinik, wo die Celine operiert wird. Und nehmen alle mit. Heute ist Montag und die Kinder haben keine Schule. Den Gianni nehmen wir jetzt auch mit. Er kann ja nicht allein zu Hause bleiben. So, Gianni, steig ein. So, jetzt wieder Richtung. Die Kinder sind angeschnallt. Und wir können losfahren. Hätte das jetzt alles viel kälter erwartet. Aber es geht. Es ist nicht so kalt, wie ich es mir gedacht habe. Du musst hinten rein, Schatz. Sind wir. Drückst du mal drauf, Schatz? So, wir sind jetzt hier angekommen und laufen noch, weil der Aufzug voll ist. Ist ja nur ein Stockwerk. Hier rechts. Celine, hier rechts. Und Celine, bist du aufgeregt? Ehrlich? Ich hab nichts aufgeregt, das stimmt. So, jetzt sind wir alle angekommen. Und Celine ist gut drauf, hat gar keine Angst. Gell, Schatzi? Gut. Einer von uns muss hier bleiben. Während OP-Zeit. Gianni schläft, die Schuhe haben wir dabei. Celine ist auch ganz gut. Gut, dann sehen wir, wie das mal ablaufen wird. Gespannt. Kaffee! Schatzi will Kaffee. Also. Erstmal die Kinder, aber dann gerne einen Kaffee. Genau. Jenny ist so gut am Schlafen. Die süße Celine ist umgezogen. Hat sie nochmal hingelegt. Ah, sie hört mich. Du hörst mich, gell? Ich passe auf dich auf, ja? Mama ist draußen, nur ich bin hier gerade hier drin. Den Pflaster haben wir abgemacht. Dann hat sie noch einen Saft bekommen. Ich habe es gedauert, super Saft. Hat sie super gemacht. Das hat lecker geschmeckt. Das freut mich, dass es lecker geschmeckt hat. Ja, gleich ist es soweit. Ihre Ärztin ist auch da, die Celine operieren wird. Und dann haben wir es hinter uns. Ja, es sind doch einige Kinder da. Man denkt, wir hätten heute nur einen Termin. Nein, es sind schon mehrere. Es ist zwar jetzt nicht wie am Fließband, aber es sind schon einige Eltern da mit kleinen Kindern, die das machen lassen. Gell, Celine? Mhm. Mein Schatz. Siehst du mal, das machst du schon. Du bist tapfer und stark, gell? Bist du tapfer und stark? Ja. Super. Wir lieben dich, mein Schatz. Ich auch. Sehr schön. Bist du müde? Oder aufgeregt, gell? Mein Schatz. Du darfst auch aufgeregt sein.
Mein Schatz. Na, geht's dir gut? Ja. Was sie auch immer gekriegt hat, es macht sie glücklich. Sie redet sehr verwaschen und wirres Zeug. Ganz kurz der Schichtwechsel. Patrizia ist da mit den Kindern. Während OP-Zeit muss immer ein Elternteil da sein. Und deswegen kann ich jetzt mit meiner wunderschönen Celia. Hallo, mein Baby. Hallo. Es ist kalt jetzt draußen, gell? Ja, wir holen uns Kakao und was zum Trinken, alles. Hier in der Nähe soll ein Obi sein. Da gehen wir jetzt hin und holen uns Kaffeestückchen und Kakao für die Kinder. Halbe Stunde dauert das jetzt. Sie hat einen Saft bekommen. Da hat sie nur noch von Puppen geredet. Ja, voll süß. Dann wird sie ja gut träumen müssen. Hier ist ein Kaffeestückchen, Schatz. Wir haben es gefunden. Gell, Schatzi? Ja. Und? Riecht gut, gell? Ja. Und was magst du essen? Ja, Käse, Schinken, was du magst, mein Schatz. Das ist alles jetzt, was wir... Schneller, Chile, Schatz, schneller rüber. Super. Schön langsam, Schatz. Also wenn ich in der Wärme bin, werde ich müde. Wenn ich so draußen bin, normal, dann geht's. Alles eingekauft und jetzt fahren wir zurück. Wir haben es geschafft. Celine ist da. Hat ein bisschen Blut an der Nase und am Ohr. Aber alles gut. Scheint auch gut verlaufen zu sein. Sahen alle ganz gut aus. Die Maus schläft jetzt. Sie schläft, ja. Klausi hat eben angerufen, hat gefragt, wie es ihr geht. Ich habe ihr nochmal ganz schnell berichtet, dass alles gut ist, dass es ihr ganz gut geht, dass sie jetzt schläft. Und ja, sieht auch ganz gut aus. Sie ist halt noch von der Narkose ziemlich mitbenommen, mein Schatz. Mein Baby, Celine, Baba liebt dich. Sie kriegt jetzt nichts mehr mit. Mein Schatz. Ja, der liebe Doktor war eben da und meinte, dass sie so etwa eine Stunde schlafen wird und dann haben wir es auch geschafft. Die Ärztin war da und alles ist gut, wir haben geredet. Super. Wir können auch dann auch gleich gehen. Super Ärztin, wirklich. Die wäre auch toll gewesen, hat ganz viel von der Familie erzählt. Süße Selin. Wie viele Geschwister sie hat und alles. Draußen schneit es. Wir haben alles. Süß. Sie ist voll fit. Ja, sie ist echt fit. Vorhin, also wenn du sie vorhin gesehen hättest, ist sie richtig schön fit. Nichts Warmes, also nichts ganz Heißes essen. So lauwarm, nichts Scharfes. Und keine Säure. Die Ärztin war da. Die waren hin und weg von ihr, weil sie so viel erzählt hat von uns und von ihren Geschwistern, bevor sie ihre Narkose gekriegt hat. Oh, vorhin hat sie davon geredet.
Jani, deine Schwester ist ja nicht wieder da, ne? Ja. So, dann ziehen wir uns an, ne? Ja. Gut. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Die Ärzte waren alle super. Und die haben das alle sehr nett und fürsorglich gemacht. Muss man den auch anrechnen. Es ist 11 Uhr, bist du vom... Im Auto dann wahrscheinlich. Vom 9. Zieh mal an jetzt, ich will meine Mama helfen. Wir waren hier jetzt 4 Stunden. Schon ein bisschen. Alles klar, dann machen wir so. Komm, dann zieh dich an, dann holen wir jetzt, okay? Mama kann jetzt gerade nicht, weil Mama das Hallo. Guck mal, so die ist deutlicher. Sag mal eins. Eins. Stimmt. Guck mal, was hier ist. Wir haben die ja noch bei den Videos. Hä? Weißt du, was Monster ist? Ja. Okay, gut. Ja, das ist ein bisschen hart, Celine. Das ist so ein bisschen hart, was essen. Du hast. Ich mach dir gleich eine schöne Suppe, mein Schatz. Ja. Atem, machst du das in die Tüte rein, Schatz? Wir sind jetzt fertig. Alles toll gewesen. Tolle Leute, tolle Atmosphäre. Und die Celine ist topfit. Ich dachte, sie würde jetzt noch länger schlafen. Aber nein, nichts da. Patricia schnallt sie gerade an. Und wir fahren jetzt nach Hause. Ich mache ihr dann was Leckeres zum Essen. Und dann kann sie sich schön ausruhen. Du tapfere, süße Mann. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich habe eben noch das Medikament für die Celine, was der Arzt geschrieben hat, aus der Apotheke geholt. Die haben es auch da gehabt. Ibuflam. Suspension zum Einnehmen. Bei Fieber und leicht bis mäßig starken Schmerzen. Wenn sie hat, kann sie dann davon was einnehmen. Und wie geht's ihr? Ja, süße Maus. Gut, dann mache ich so Suppe für die Kinder, ja. Die Suppe habe ich jetzt vorbereitet und eine ganz leichte mit sehr dezenten Gewürzmischung. Keine großartige Extras. Ich mache auch keinen Pfeffer rein wegen der Celine. Und jetzt kann die Suppe vor sich hinkochen. Ich wollte noch Karotten reinmachen, das habe ich jetzt vergessen. Mache ich noch. So sieht das jetzt mal aus. Es kocht noch nicht. Ich habe Kartoffeln, Linsen drin. Und ja, das war es eigentlich. Kinder spielen sehr toll gemeinsam. Den Kindern geht's gut. Die kümmern sich so toll um die Seele. Super, Itzi, super, Seele. Toll macht ihr das. Mach mich hier, Geld. Wir brauchen eine kleine. Wir nehmen mal dieses Konto, eine Kunstgala. Das erfreut doch ein Vaterherz, dass sie sich so toll versteht. Kann ich jetzt runterdrehen. Ist nämlich eigentlich schon durch. Kann so langsam vor sich ein bisschen sich ruhen. Und ich werde das dann in die Teller reinmachen, aber die Kinder noch nicht rufen, damit es etwas abkühlt. Okay. Ich habe die Kinder jetzt gerufen, dass sie ihr Suppe jetzt gehen. Ich habe schon vorher gegessen, weil es noch kalt werden musste. Wundert euch nicht über die Farbe, das ist einfach die Linsenart. Isst bitte vom Rand, Celine Schatz, isst du auch ganz vom Rand, damit es nicht heiß ist bei dir und darf es überhaupt nicht warm sein. Also heiß sein. Nicht so tief reingehen. Das ist überhaupt nicht warm. So? Ja? Ist schon abgekühlt? Okay, dann ist ja super. Ich stand auch ziemlich lange jetzt. Gut, dann lass es euch schmecken. Schön langsam, Celine. Ist gut? Super. Jenny, komm, setz dich hier hin. Erstmal.
Und geht's? Kannst du essen? Ja, das kann. Ja, super machst du das. Tut's dir weh? Ist dir zu heiß, Schatz? Okay. Ist gut? Ich habe genau das Spiel. Nur, dass nicht die gleichen Level sind. Jetzt kannst du es nicht mehr spielen. Zwei, ja. Wie schmeckt dir das Essen, Schatz? Gut? Schmeckt's dir? Jenny, wie schmeckt's dir? Gut. Freut mich. War eine gute Idee, zu warten, bis die Suppe abkühlt. So können die Kinder das jetzt ganz angenehm essen. Selin klappt auch ganz gut mit dem Essen. Ja, mein Schatz. Hallöchen, Leute. Es ist schon Abend geworden. Patricia war kurz einkaufen, die Kinder spielen schön. Die Selin geht sehr, sehr gut. Ab und zu sagt sie, dass ihr Mund weh tut. Ich habe der Selin was von der Schmerzmittel gegeben, dass sie da nicht so Schmerzen hat. Ich denke, bevor sie schlafen geht, gebe ich ihr auch noch mal eine kleine Dosis. Und dann hätten wir das mit Selin heute sehr gut hinter uns gebracht. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche und Gratulation, dass das alles so gut gelaufen ist. Wir sind auch sehr froh, dass sie das sehr gut weggesteckt hat. Ich wäre davon ausgegangen, dass sie heute viel schlafen wird, aber gar nicht. Sie war sehr, sehr fit. Die Suppe kam auch gelegen, hat auch gut davon gegessen. Und war auch nicht so anstrengend zu essen, denke ich, da das meiste einfach nur gekocht war. Ich guck mal, was die Patricia macht. Ja, Schatzi berichtet von dem, was sie gemacht hat. Ah, sie hat heute ihren ersten Beauty-Video nach langer Zeit hochgeladen. Und ist auch ziemlich happy, dass sie das jetzt gemacht hat. Und ich denke, dass sie auch in Zukunft jetzt welche drehen und hochladen wird. Es geht ihr auch viel, viel besser, als sie die Hormonspirale drin hatte. Das ist komplett wieder ein anderer Mensch. So wie ich sie eigentlich kennengelernt habe vor 11 Jahren. Jo, 11 Jahre sind wir schon zusammen. Die Zeit vergeht, Leute. Der Klaus ist ziemlich, ziemlich krank. Eben geht's die Tage nicht so gut. Er hat Fieber, viele Sachen, die ihn gerade so seinen Körper ziemlich in Anspruch nehmen. Wir können uns auch deswegen nicht so oft sehen, weil er sich halt auch natürlich ausruhen muss. Heute Morgen hat er sich auch sehr viel Gedanken gemacht, was Selin angeht, wie es ihr geht, was sie macht, ob alles gut ist. Ich habe dann von ihr berichtet, ich habe Bild von ihr geschickt. Und ja, das bedanken wir uns natürlich auch an Klausi sehr. Wir haben endlich eine HD-Karte, haben ganze Zeit keine gehabt, weil wir eigentlich nicht so viel Fernsehgucker sind. Nur die Kinder wollten, gell, Schatz? Ja. Wollten ja endlich mal wieder ein HD, Zeichentrickserie, RTL und, was noch für Kanäle gibt. Ja, weil wir das auch so gut so viel hatten. Ja, wir haben wirklich über ein Jahr fast kaum so fernsehtechnisch. Jetzt haben wir mal so eine Karte für 12 Monate, hat die liebe Patricia geholt. So, Leute, so viele Leute von uns. Das ist ein anderes Handy, mein Schatz. Unsere tapferes Mädchen. Okay, mein Schatz. Alles okay bei dir? Hast du Schmerzen? Wo denn? Da? Wenn du schluckst, tut's weh, glaube ich dir, mein Schatz. Mein Baby. Sonst geht's dir gut soweit? Fühlst du dich gut? Mhm. Okay. Alles klar. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Selin und ich wünschen euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns nicht sofort, aber gleich. Und sagen hier Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.